Hallo, ich bin Alexandra Igler von der Abteilung Klimaschutz der Stadt Mannheim und ich bin für die Koordination und Umsetzung des Mannheimer Hitzeaktionsplans mitverantwortlich. Ich stehe hier jetzt gerade vor dem Wasserturm bzw. vor der Kunsthalle. Das sind beides kühle Orte der Stadt Mannheim, die wir jetzt im Frühjahr gesammelt haben, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern. Das sind Orte, wo Sie bei Hitze Zuflucht finden, vor der Hitzewelle. Es ist wichtig, dass Sie sich während einer Hitzewelle schützen und auch auf Ihre Mitmenschen achten. Trinken Sie ausreichend, vermeiden Sie die Hitze in der starken Mittagshitze und verlegen Sie Aktivitäten, vor allem auch sportliche Betätigungen, eher in die Morgenstunden oder eher in die Abendstunden. Sie können Ihrem Körper was Gutes tun während der Hitze, indem Sie ihn abkühlen, wenn Sie zum Beispiel Arm- und Fußbäder nehmen, aber auch Ihren Körper leicht besprühen, sich nicht abtrocknen oder nasse Tücher auf Ihren Körper legen. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Mahlzeiten anpassen, also leichte, wasserhaltige Kost ist leichter verdaulich bei Hitze und angenehmer. Wenn Sie sich unsicher sind, gehen Sie nochmal zum Arzt oder zu einer Ärztin, lassen Sie sich beraten, wie Sie sich am besten bei Hitze verhalten können. Sie finden auch weitere Tipps bei uns auf der Homepage bzw. in unserer Broschüre, die wir erstellt haben. Kommen Sie gut durch die Hitze und genießen Sie den Sommer.